derjenige, der hier sein Kopf, er gibt sein Gesicht her und seinen Spitznamen, weil das muss ja irgendwo alles ein Bezug haben. Ich stehe nur im Hintergrund und in der Verantwortung. Sie haben das alles gebaut, ja. Organisiert, gebaut und stehe auch in der Haftung. Darf ich filmen? Oh. Ja, natürlich. Ja. Also, wir haben hier einen Korrespondenten, einen Tschechien Korrespondenten aus Berlin ist hier hingekommen und informiert sich hier vor Ort, wie das hier läuft. Wir sind jetzt hier am Baustoffzelt Kaiser. Ich habe gerade gehört, für 500.000 Euro sind jetzt schon Waren rausgegangen, alles gespendete Waren von euch. Jetzt gleich haben wir einen Termin um 12 Uhr mit dem ADD, der verlegt wurde. Ich habe heute noch mal ein Angebot geschrieben an den ADD für die ganzen Arbeiten, die in dem Waldstück stattfinden, gerade mit 8 Kettenbaggern, mit ganz vielen Karren und Kettensägenleuten. Jetzt sind auch die Suchhunde da. Und ich halte euch jetzt gerade mal auf dem Laufenden, was hier los ist. Und gleich um 12 Uhr, wie gesagt, haben wir dann ein ganz wichtiges Gespräch. Hier werden wieder Materialien angeliefert. Und es ist einfach unglaublich, was hier los ist. Also, hier stehen Öfen, ihr seht das. Überall Bauholz. Und jeden Tag ändert sich hier alles. Hallo. Jetzt lernen Sie sich doch persönlich kennen. Ja, hi. Markus, Andreas. Hallo. Ich bin gerade am Film, ist okay, ne? Ja, absolut. Für welchen Fachbereich bist du hier zuständig? Ich bin hier im Zelt, das ist das dritte Mal. Letzte Woche war ich zweimal da, heute wieder, immer mal in freien Tagen. Zwischendurch arbeite ich natürlich auch und ich komme gerne. Ich habe so einen Bezug zu der Eifel auch. Ich wohne eine halbe Stunde in Bonn, von hier entfernt. Ja. Bin ruckzuck hier. Ne? Ich finde das so lustig, immer wenn ihr sagt, zwischendurch arbeite ich dann auch und gehe arbeiten. Also ihr arbeitet hier ja auch, ne? Ja, also das ist für mich, also was tun für andere Menschen. Das ist mein Bedürfnis einfach, ne? Ja. Anderen zu helfen. Am liebsten würde ich Menschen persönlich helfen, direkt vor Ort am Haus. Nicht nur hier im Zelt, sondern klar tue ich das hier auch irgendwo. Ja. Aber ich würde gerne Menschen persönlich helfen. In den Adorf, die betroffen ist, aber die ist versichert gewesen und hat alles wieder fast in Ordnung. Ne? Und da fahre ich zwischendurch auch hin. Aber hier Menschen zu helfen, das ist mein Bedürfnis. Ja. Persönlich, ne? Persönlich ist ja dann mit dem Helfershuttle vielleicht möglicher, dass du dann persönlich bei denen im Haus landest sozusagen und da dann ja, vor Ort bist. Ja, vielleicht. Ne? Ich bin jetzt mit meinem Pkw hier, ne, immerhin gefahren. Das ist ja ratzfatz eine halbe Stunde. Das ist nix, ne? Ja. So, und vielleicht sollte ich das mal machen, Helfershuttle, dass ich dann persönlich vor Ort bin. Genau. Da kannst du dich auch einteilen lassen für bestimmte Bereiche. Ja. Man kann ja auch in den Weinberg gehen oder so. Die Weinlese fängt ja auch bald an. Ja, irgendwie so. Aber eigentlich mehr so die Häuser, wo ich da irgendwo sagen kann, ich kann da wirklich den Leuten mit irgendwas helfen. Ne? Ja. Obwohl das natürlich nur mit den bloßen Händen jetzt kaum noch möglich ist. Man muss da wirklich Geräte haben dafür und so weiter. Ne? Ja. Also, ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie hin. Ich versuche es mal mit dem Helfershuttle dann mal. Ich probiere mal wieder hier den Klingelton auszuschalten, weil der ist wieder extrem nervig gerade. Ja. So, ich hoffe, ihr versteht mich noch. Ja, ne? Ja, vielen, vielen Dank. Ja, natürlich, sehr gerne. Ne? Ja, ich schalte mich jetzt auch mal auf mich. Dürfen wir gleich mal ein Selfie machen? Natürlich, ich mache auch gerade ein Selfie hier. Ja, ich wollte euch mal auf den Stand der Dinge bringen. Hallo. Gestern hat mir jemand eindrucksvoll erklärt, was 30 Milliarden Euro heißt als Hilfe für die Flutopfer. Das wird ja für den Aufbau verwendet. Und hier kursieren eben Zahlen, dass Unternehmer jetzt 8 Millionen Euro in Rechnung gestellt haben für die Hilfen, die hier im Ahrtal gelaufen sind. Mir hat gestern einer das so erklärt. 13 Milliarden, nur dass man es mal bildlich darstellt. Wenn man hier zwischen die zwei Finger 500-Euro-Scheine packt, das sind 13,4 Zentimeter ungefähr, dann ist das 1 Million. 1 Million Euro. 500-Euro-Scheine zwischen die zwei Finger. Wenn man jetzt eine Null dran hängt an die 1 Million, also auf 10 Millionen hochgeht, dann ist man bei 1,34 Meter. Und wenn man 13,4 Zentimeter
1,34 Meter. Und wenn man jetzt 2 Nullen dranhängt, dann ist man bei 13,40 Meter. Und wenn man jetzt tatsächlich 1 Milliarde in der Hand halten würde, dann wäre man auf 134 Meter. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ja? 134 Meter Höhe, das hat wohl der Herr Gutenberg irgendwann mal erklärt. Also 1 Million, 13,4 Zentimeter, 500-Euro-Scheine. Und wenn ich 1 Milliarde habe, 134 Meter, das ist die Höhe vom Kölner Dom. Und das ist schon beeindruckend, wenn man die Zahlen hört. Also wenn man dann beachtet, was wir hier für die Aufräumarbeiten oder die Unternehmer in Rechnung gestellt haben, ist das eigentlich in dem Verhältnis für den Wiederaufbau recht wenig. Und wenn wir überlegen, wie lange wir hier am Abbauen sind, ist das ja auch jetzt in 8 Wochen, ist eine Menge passiert. Selbst hier ist eine Menge passiert. Ich sehe das gerade. Gestern ist hier wahrscheinlich gearbeitet worden. Ich schalte euch wieder um. Hier wird jetzt langsam auch aufgeräumt. Das sieht jetzt besser aus. Mir ist das eben aufgefallen. Ich bin durch Bad Neuenahr-Ahrweiler gefahren. Da sieht es auch in ganz vielen Ecken wirklich schon gut aus. Also ich habe so ein positives Gefühl heute mitgenommen. Und es tut sich was. Also man merkt, dass das jetzt so die letzten Ecken auch aufgeräumt werden. Dass die Grünanlagen wieder Mutterboden aufgefüllt bekommen. Dass da mit Sicherheit demnächst auch wieder Anpflanzungen sind. Und hier, das sieht schon wieder gut aus. Einmal reingefilmt, hier vorne noch weggeräumt und dann ist die Ecke hier auch schon wieder besser. Das ist so mein persönlicher Eindruck, den ich euch hier vermitteln möchte. Ja, ich bin nachher auf das Gespräch gespannt. Wir sind ja im Moment wirklich in gutem Kontakt. Ich habe mit dem Herrn Pause vom ADD heute Morgen mehrfach telefoniert und habe dann nochmal, wie gesagt, das, was jetzt an Arbeit geleistet wird, bis Sonntag niedergeschrieben, so wie wir uns das vorstellen. Dann soll es auch nochmal weitergehen in andere Regionen mit Aufräumarbeiten und das lässt auf jeden Fall hoffen. Also von daher, denke ich, sind wir jetzt auf einem guten Weg. Und das Interesse, ich schalte nochmal auf mich, das Interesse hier am Ahrtal ist auch ganz kurios. Da will ich nachher mit dem Thomas Pütz kurz drüber sprechen, weil er macht genau die gleichen Erfahrungen oben am Helfer-Shuttle. Ich habe gestern auch ein Gespräch mit jemandem von der Universität geführt, dass das Ahrtal ins Visier rückt. Also wir sind ja hier zum Helfen und diese Euphorie des Helfens, die hier herrscht. Wir sind Leute, die arbeiten 10 Stunden am Stück und haben Lächeln im Gesicht und kriegen keinen Lohn dafür. Und diese ganzen Zusammenhänge, das ist höchst interessant, wohl für Soziologen und für, ja, Studienbereiche, wo eben Unternehmenshierarchien und so weiter dargestellt werden und Arbeitsabläufe. Also wir werden im Moment wohl viel beobachtet hier im Ahrtal, eben auch aus anderen Richtungen. Und interessantes Thema, da gibt es demnächst auch wesentlich mehr noch zu, denke ich. Ja, das von meiner Seite. Das ZDF ist wohl oben am Helfer-Shuttle und das Interesse, das mediale Interesse steigt im Moment, glaube ich, extrem. Die Katastrophe ist passiert. Wir sind hier in den Aufräumarbeiten jetzt heute. Vor 8 Wochen ist es ja passiert. Und trotzdem, nach so langer Zeit, merkt man irgendwie, dass es hier in der richtigen Form bergauf geht. Endlich. Mediale Interesse ist da. Willem sagte gestern, mit der Bild, der Termin war wohl super. Und die wollen jetzt wohl täglich hier berichten. Und die wussten einfach nicht, was hier passiert ist. Man kann es zwar nicht glauben nach 8 Wochen, aber das ist wirklich ein Verdienst von allen Leuten, die hier immer weiter berichten und darstellen, was hier gerade vorgeht und wie es hier aussieht. Und es ist einfach wichtig, wir müssen das Ahrtal wirklich am Leben halten, wir müssen weiter hier agieren und arbeiten und Leute aktivieren. Und das ist einfach das, weshalb wir alle hier sind, den Menschen hier zu helfen. Ich bin jetzt hier an der Deponie. Das ist die Deponie von Markus Zintel, der ist hier für die Aufräumung zuständig. Und hier ist alles Mögliche vorsortiert. Ich schalte nochmal die Kamera um, damit ihr das vielleicht besser sehen könnt. Und hier ist noch eine ganze Menge wegzuräumen, aufzuräumen, aber die Berge sind schon kleiner geworden. Man sieht das schon deutlich. Das hier, ja, von Müll zu reden, ist eigentlich nicht gut. Da gab es auch schon Kommentare von Leuten, die eben hier wohnen,
die sagen, das wäre kein Müll, das ist ihr Leben, was hier liegt. Deshalb, ja, reden wir einfach mal nicht über Müll, sondern wirklich über das, was hier an persönlichen Dingen liegt. Vor 8 Wochen ist es passiert. Nachmittags um 2 Uhr ging die Katastrophe los, oben in der Oberaa an den Seitenflüssen. Da ist zum Teil das Wasser einen halben Meter hoch über die Zufahrtsstraßen geschossen. Und das hier ist dann alles mit Gewalt den Menschen entrissen worden durch die Katastrophe. Schallplatten und es ist einfach nur traurig und jedes Mal, wenn ich auf so einen Platz hier komme, wo die Sammlungen sind von den Menschen, dann bringt einen das wieder ans Denken und am schlimmsten sind immer Spielsachen, finde ich persönlich. Ja, ihr seht, wie es hier aussieht. Das Müllproblem ist ein riesiges Problem. Ich glaube, am Tag werden hier 10.000 Tonnen Müll rausgefahren aus dem Ahrtal. Die Priorität ist, glaube ich, gerade auf einer anderen Deponie, weil da eine Gasleitung durchgezogen werden muss. Deshalb müssen die Müllberge weg. Kann sein, dass es deshalb hier relativ ruhig ist im Moment. Ja, hier ist Holzmüll, der geschreddert werden soll. Und das ist hier irgendwie so, wie soll ich sagen, so eigenartig. Man guckt hier nach oben, es ist hier wirklich wunderschön und hier unten ist die Megakatastrophe. Und das sind tausende Tonnen, die hier lagern. Ich könnte jetzt hier mal weitergehen, also ich weiß nicht, wie lang die Deponie ist. Ich schätze 300, 400, 500 Meter lang. Überall Müllberge, zum Teil sortiert, also nicht zum Teil, es ist sortiert, weitestgehend, wie es ging. Hier liegt Metall. Und hier liegt überall das Leben der Menschen, die hier leben. Waschmaschinen, alles durcheinander hier. Da oben kreisen 2 Busrade. In der Thermik. Ich kann jetzt hier immer weitergehen und das nimmt kein Ende. Das ist, wie gesagt, eine von vielen Deponien. Ich probiere mal hier ins Wasser zu gehen, weil dann könnt ihr hinten die Brücke sehen, die hier gebaut wurde. Die habe ich noch gar nicht gefilmt. Hier in dem Tal ist ja ein Hof, der nicht erreichbar war. Und dann hat der Besitzer des Hofes den Markus Zintel angesprochen. Das war so, ich glaube, in den ersten 10 Tagen. Er könnte nicht zu seinem Hof. Hier wäre keine Überfahrt und die Zufahrtsstraßen sind alle weggeschwommen. Sind nicht mehr existent. Dann hatte Markus Zintel ja mit dem Schreitbagger aus dem Schwarzwald zusammen hier die Zufahrt gebaggert. Man konnte also mit dem Geländewagen durch die Ahr fahren, um da hinzukommen. Und ich sehe gerade, ich habe noch 20 Minuten Zeit, dann ist der Termin. Ich möchte nicht zu spät sein gleich. Ich möchte aber auch noch die Brücke euch zeigen. Wetter ist hier wunderbar, nicht zu warm und nicht zu heiß und oder zu kalt, sorry, bin gerade verwirrt, weil hier liegen wieder so Gegenstände. Hier steht ein Umschlagbagger zur Verladung des Mülls. Und jeder, der sich jetzt wundert, warum hier eine Deponie am Gewässer ist, der soll mal auf der Google-Karte gucken und sagen, wo denn sonst hätte die Deponie entstehen können. Es gibt hier keine Möglichkeit, in so einem schmalen Tal mal eben so eine Deponie anzulegen und den Müll zu sammeln. Da ist die Brücke, die Zufahrtsbrücke zum Naturhof. Und hier drüben ist überall noch nicht aufgeräumt. Da ist noch nichts weggeräumt, da ist eine Kiste, wie man die für Backwaren kennt. Da liegt eine Mülltüte. Und da ist die Brücke.
So. Er arbeitet jetzt weiter und ich gehe jetzt zu unserem Treffpunkt und werde euch weiter berichten. Bis dann. Tschüss.